Für Benutzer mit Bewegungseinschränkungen an den Händen bietet das Betriebssystem macOS spezielle Werkzeuge. Diese Werkzeuge können über Systemeinstellungen aktiviert werden. Schauen wir uns erstmal die Sprachsteuerung an. Um die Sprachsteuerung zu aktivieren, klicken Sie auf das Apple-Symbol an der oberen Menüleiste und dann auf Systemeinstellungen. Im neuen Fenster wählen Sie Bedienungshilfen aus. An der linken Seitenleiste in der Kategorie Motorik klicken Sie auf Sprachsteuerung. Mit der aktivierten Sprachsteuerung haben die Benutzer die Möglichkeit, mit der Stimme Texte zu diktieren und darüber hinaus Befehle des Computers auszuführen. Benutzer mit Bewegungseinschränkungen an den Händen können jederzeit eine alternative Tastatur, zum Beispiel mit größeren Tasten, über USB oder Bluetooth anschließen. Dazu braucht es keine besonderen Einstellungen. Ein weiteres Werkzeug für Benutzer aus dieser Zielgruppe ist die Bildschirmtastatur. Sie wird unter macOS als Bedienungshilfentastatur bezeichnet. Um sie zu aktivieren, klicken Sie an der linken Seitenleiste auf Tastatur und dann auf Bedienungshilfentastatur. Bedienungshilfentastatur ist eine Bildschirmtastatur, die es erlaubt, ohne physische Tastatur mit dem Mac zu interagieren und Eingaben vorzunehmen. Benutzer können dann mit der Maus oder mit einem alternativen Zeigegerät die Tasten auf der Bildschirmtastatur ansteuern und aktivieren, zum Beispiel mit ihren Augen. Das nennt man dann Eye-Tracking. Die Benutzer können einen oder zwei Schalter verwenden, um den Fokus auf die Bildschirmtastatur zu bewegen und Tasten zu aktivieren. Das nennt man Schaltersteuerung oder Scanning. Ein Schalter kann zum Beispiel ein großer Button sein, den man mit der ganzen Hand oder mit dem Fuß bedient. Wir werden später unter Schaltersteuerung sehen, wie man das unter macOS einstellt. Zwei weitere Funktionen, Einfingerbedienung und Tastenverzögerung, werden verwendet, um das Drücken von Tasten auf einer physischen Tastatur zu erleichtern. Klicken Sie auf Hardware, um die Einfingerbedienung und die Tastenverzögerung zu aktivieren. Bei der aktivierten Einfingerbedienung können die Sondertasten einer Tastenkombination nacheinander statt gleichzeitig gedrückt werden. Die Tastenverzögerung wird von Benutzern verwendet, die beim Tippen unabsichtlich mehrere Tasten gleichzeitig drücken oder, wenn es ihnen schwerfällt, auf Anhieb die richtige Taste zu drücken. Personen mit Bewegungseinschränkungen an den Händen benutzen häufig Touch statt Mausklick. Damit Sie merken, ob der Touch angekommen ist, ist ein visuelles oder akustisches Feedback hilfreich. Klicken Sie auf Zeigesteuerung, dann auf alternative Steuerungsmethoden und aktivieren Sie alternative Mauszeigeaktionen. Unter Optionen klicken Sie auf Töne abspielen, um ein akustisches Signal als Bestätigung zu hören. Die Option Aktionen visuell anzeigen wird genutzt, um auf dem Bildschirm eine visuelle Bestätigung anzuzeigen. Diese Bestätigungen ergänzen bestimmte Tastaturkursbefehle, die anstelle der Maustasten oder Zeigeaktionen wie Links- oder Rechtsklick verwendet werden.
Ein anderes Werkzeug für diese Zielgruppe nennt sich Tastaturmausbedienung. Um sie zu aktivieren, klicken Sie auf Tastaturmausbedienung aktivieren. Mit dieser Funktion haben die Benutzer die Möglichkeit, den Mauszeiger zu bewegen und das Klicken mit der Maustaste mit Hilfe der Tastatur zu steuern. Die Bewegungsgeschwindigkeit der Maus lässt sich individuell unter Optionen einstellen. Die folgende Abbildung zeigt die Tasten, die auf der Tastatur und auf der numerischen Tastatur verwendet werden können, wenn die Mausbedienung aktiviert ist. Die Benutzer mit Bewegungseinschränkungen an den Händen können auch die Kopfsteuerung bzw. Augensteuerung verwenden. Um sie zu aktivieren, klicken Sie auf Kopfzeiger aktivieren. Bei dem aktivierten Kopfzeiger kann der Mauszeiger über Kopfbewegungen gesteuert werden, die von der Kamera aufgenommen werden. Unter Optionen allgemein können Sie die Zeigebewegungen einstellen. Der Zeiger kann der Bewegung der Augen oder des Kopfes folgen. Die Option beim Blick auf Bildschirmkante aktiviert die Augensteuerung. Man muss in Richtung Bildschirmkante schauen, um den Zeiger in diese Richtung zu bewegen. Der Zeiger bleibt still, wenn man direkt in die Bildschirmmitte blickt. In der Option im Verhältnis zum Kopf folgt der Zeiger den Kopfbewegungen, unabhängig davon, wohin man schaut. Ein weiteres Hilfswerkzeug, das von Benutzern aus unserer Zielgruppe verwendet werden könnte, nennt sich Schaltersteuerung. Das Werkzeug befindet sich an der linken Seitenleiste in der Kategorie Motorik. Klicken Sie auf Schaltersteuerung, dann auf die Registerkarte Allgemein und wählen Sie Schaltersteuerung aktivieren. Die Schaltersteuerung ermöglicht die Steuerung des Computers mit einem oder mehreren Schaltern. Als Schalter kann man verschiedene Tasten sowie auch adaptive Geräte verwenden. Mit der aktivierten Schaltersteuerung wird der Bildschirm automatisch gescannt, bis man einen Schalter bedient. Bei der Schalterbedienung wird ein Objekt ausgewählt oder eine Aktion ausgeführt. Der Scan beginnt durch die Benutzeroberfläche zu laufen und hebt jedes Objekt hervor, das gerade gescannt wird. Der Scan hält an, wenn ein Objekt ausgewählt wird. Unter der Registerkarte Schalter kann man einen neuen Schalter hinzufügen. Klicken Sie auf den Button Plus und drücken Sie eine Taste, die Sie als Schalter verwenden möchten. Um den neuen Schalter zu löschen, klicken Sie auf den Button Minus.